Okay, meine Lieben, dann wollen wir mal Level 2 jetzt machen. Heerscharen von Orks haben das dunkle Portal wiedererrichtet und belagern jetzt die Zitadelle von Nethergard. Nach wie vor verfügt die Horde über die feuerspeienden Drachen von Azeroth. Na toll. Einige dieser Ungetüme haben sich bereitwillig mit den Orks verbündet. Ihr Anführer ist ein großer schwarzer Drache mit dem vielsagenden Namen Deathwing. Ein sehr bekannter Drache. Zur Entlastung der belagerten Streitkräfte von Nethergard wurde der Nath aufgetragen, eine Armee von New Stormwind dorthin zu führen und die Horde zum Portal zurückzudrängen. Sie müssen die Streitmacht von Azeroth anführen und diese Vorhut der Horde vernichtend schlagen. Denn wenn ihre Offensive Erfolg haben sollte, gerät der schwarze Morast unter die Kontrolle der Orks. Vernichten Sie alle Gegner. Deneth muss überleben. Okay. Dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich, meine Lieben. Ciao. So, meine Lieben, hier melde ich mich wieder zurück. Ja, ich weiß, er greift mich jetzt hier an, aber das haben wir gleich, das haben wir gleich. So, jetzt weiß ich ja auch schon automatisch, wo die Goldmine ist. Nämlich hier oben. So, dann gehe ich jetzt mal mit den Rittern vor. Hier ist der Gelbe. Ja, in der Mitte ist halt der Schwarze. Gut. Dann kann ich ja erstmal mit allen Truppen vorrücken. Ach, wie geil. Sag bloß, der Drache hat mich jetzt auf dem Kieker. Ach, wie geil. Ich will jetzt nicht wissen, was er da jetzt versucht hatte zu bauen. Ah ja, und hier ist der Rote. Okay. Gut, das reicht schon. Mehr wollte ich nicht wissen. So. Wir können 3 schon mal Gold holen. Nix da. Okay, dann bauen wir erstmal ein paar Höfe. Ja, ich weiß. Es kann sein, dass das jetzt hier ein bisschen stört, aber wir haben es gleich. Ich werde auch erstmal den Schwarzen töten, dann den Gelben und dann den Roten. Na toll. Schnell einen Wachturm. Komm. Gut. Oh. Na gut, dass ich hier auch noch einen Katapult habe. So. Dann wollen wir mal. Gut. Jetzt stört der Schwarze mich nicht mehr so extrem. Das ist auch gut. Eure Majestät. Was? Auf geht's, Jungs. Die greifen uns an! Wie geil. Okay. Jetzt muss ich mich erstmal hier mich wieder konzentrieren. Eure Eminenz, nichts wie Beck ihr wünscht. Für die andere Eminenz. Nichts wie Beck, mein Herrscher. Ja. So, ich versuche den Stützpunkt so ähnlich zu bauen wie bei der Voraufnahme. Aber ich glaube, das kennt jeder Let's Player. Das Problem. Oh Mann. Ich hoffe nur, dass er jetzt aufnimmt, ey. Hä? Ach wie lol. Sofort! Sofort! Ja, ich hab ihn doch!
Och, nö. Sie wünschen, ja. Oh, Stufe 3, auch für Leute. Wie Sie wünschen. Eure Eminenz? Ja. Sie wünschen. Den mach ich gleich, den Schwarzen. Solange er jetzt die Todesritter nicht nachbaut, ist es gut. Erledigt. Was kann ich tun? Eure Eminenz wie weg. Alles klar. Und hat er die auch schon aufge... Erledigt. Ja, ein bisschen. Und der Gelbe auch. Ja, komisch. Hier verbessert er seine Einheiten. Bloß bei Tides of Darkness nicht. Auch wie toll. So, dann werde ich hier gleich die Kanonentürme machen. Wenn ich dann gleich die Schmiede habe. Mein Herrscher, nichts wie weg. Was soll das? Mein Herrscher, die Allianz, so. Eure Hoheit, nichts wie weg. Die Bogenschützen kommen ein bisschen weiter nach vorne. Die Soldaten packe ich hier hin. Und dann erstmal die Schmiede. Warum auch nicht? Eure nichts wie weg. Nichts wie weg. Zu Diensten. Ja, ja. Ja, Milord. Okay, komm. Ja, Milord, wie Sie wünschen. Wie Sie wünschen. Wie Sie wünschen. Sofort, wie Sie wünschen. Ja, Milord. Wo willst du hin? Sofort, wie Sie wünschen. Wie Sie wünschen. Ja. Sofort, ja, Milord. Wie Sie wünschen. Hä? Ja. Wo ist der denn jetzt mit dem Peons hinten gegangen? Ach, da oben. Auch wie toll. Wie Sie wünschen. Ja, Milord. Nix da, ey. Wie Sie wünschen. Sofort. Ja, Milord. Hä, ja, so kann man es auch machen. Wünschen. Ja. Ich hoffe. Stets zu Diensten. Ja, Milord. Na, ja, okay, zumindest. Na komm, zerstöre ich mal direkt die Kaserne. Ja. Zumindest baut er jetzt keine Arbeiter mehr oder sowas ähnliches. Ja. So. Arbeit ausgeführt. Kanonentürme. Arbeit ausgeführt. Jawohl. Erledigt. Was soll das? Alles klar. Erledigt, ja? Ja, hier baue ich auch lieber noch mal eine Kaserne. Arbeit ausgeführt. Okay, das Katapult kann sich irgendwie nicht entscheiden. Erledigt, Milord. Auch gut. Warum auch nicht? Nein, wenn schon, dann bitte warum auch parallel. Nicht? Erledigt. So, die Hochburg kann ich jetzt auch schon mal machen. Was soll ich tun? Arbeit ausgeführt. Erledigt. Ich baue mal hier unten auch mal nochmal eine Kaserne. Okay. Arbeit ausgeführt. Arbeit ausgeführt. Und hier baue ich mal einen Kanonenturm. Arbeit ausgeführt. So, das ist noch relativ nah. Erledigt. Ja. So, da habe ich jetzt alles. Was soll ich tun? Ja, Milord. So. Erledigt. Was soll das? Noch ein Stahl. Was soll ich tun? Warum auch nicht? Was soll ich tun? Und dann baue ich noch zwei Arbeiter fürs Holzhacken. Zuerst. Okay. Genau. Erledigt. Sieht das jetzt gut aus? Hallo. Arbeit ausgeführt. So, in der Arbeit Zwischenzeit ausgeführt. Baust du noch ein paar Höfe und das Schloss kommt jetzt auch noch. Arbeit ausgeführt. So, ich hoffe, dass jetzt mein... Ah ja, okay. Angriff. Bums. Gut. Ja, sieht gut aus. Gut. Ein Soldat. Was soll ich tun? Ein Elfenranger. Was kann ich tun? Ein Katapult. Und noch ein Ritter.
Was soll ich tun? Zu eurer Nachricht, was sollen wir dem König? Ja, eure Eminenz für die Allianz. Gut. Was soll so, das? Du noch an Hof. Okay. Hallo. Und die Kirche. Okay. Kann auch schon sofort platziert werden. Erledigt. Sehr gut. Ja, wir können hier leider noch keine Greifenreiter bauen, aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, können wir ab dem nächsten Level das machen. Dass wir halt in Level 3 die Greifenreiter ausbilden können. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. So. Und Exorzismus noch. Gut, da haben wir jetzt alles. Das ist sehr gut. Und wir können hier auch schon alle Zaubersprüche erlernen. Und das schon in Level 2. Fantastisch, ne? So, 4 Magier. Ihr kommt dann bitte hier hin. Ja, jetzt werde ich es mal umgekehrt machen. Von Blitzzeit aus zum Hemmschuh-Spruch. Ja. Jetzt werde ich es mal umgekehrt machen. Der Unsichtbar-Spruch, den Flammenschild-Spruch und der Hemmschuh-Spruch. Sehr gut. Aber Ogre-Magier hast du noch nicht, oder? Nee, gut. Dann bin ich beruhigt. Was soll das? Alles klar. Erledigt. Okay, bleib so stehen, Katapult. Was soll das? Okay, das müsste eigentlich an sich reichen. Ja, Milord. Dann werde ich erstmal den Schwarzen töten. 6 Paladine. Und den Gelben, den werde ich definitiv mit den Elfen-Rangern dann zerstören. So, euch lege ich mal auf 1. Dann brauche ich ja schon mal 6 Elfen-Ranger. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich tun? So. Was kann ich tun? Und euch lege ich mal auf Nummer 2. So, ich hoffe, dass er jetzt hier nichts hat. Hier oben. Gut, dass der Drache mich jetzt nicht gesehen hat. Und tot ist der Drache. Ach, hat sich hier noch ein Ogermaskpferd sich noch versteckt? Nein, nein, nein. So, aber ich glaube, das war's. Ah, ne, da hat sich noch ein Sägewerk versteckt. Gut. Aber das müsste es gewesen sein. Von Schwarzen aus. Jetzt kommt der Gelbe. Da greife ich ihn mal von hinten an. Nichts wie weg. Nichts wie weg. Für die Allianz zu befehlen. Er hat nur ein Drachenhorst. Auch egal. Ja. Ich dachte, er hätte mehr. Zu nichts wie weg. Zu befehlen. Für die Allianz. Naja, macht nichts. Wie viel Geld hat er denn? Nicht viel. Zu befehlen. Für die Allianz. Zu befehlen. Ja, komm, bleib doch stehen. Oh Mann, das kann jetzt ein bisschen dauern. Erstmal die Festung, komm. Dann hat er zumindest schon mal keine Peons mehr. Wo hat er denn sein Ogermaskpferd?
Ach, da. Nichts wie weg. Ja, für die Anzahl sind. Oh komm, erst mit der Kaserne. Sonst dauert's ja ewig. Wie viel hätte er denn hier? 40.000. Naja, ist nicht gerade sehr viel. Aber macht nichts. So, dann gucke ich noch auf der linken Seite, ob der da noch irgendwas hat. Außer nur den Turm. Ja, ein Ogre. Hat er sonst noch irgendwas? Nichts wie weg. Für die Allianz. Nee. Ja, für die Allianz. Gut. Für die Allianz. Dann können meine Paladine jetzt den Roten töten. Für den König. In oh Gott, hier waren ja noch ein paar Schwarze. Okay. Angriff! Für den König. Rote, du überlebst den Angriff auch nicht allzu lange. So, erstmal die Türme und jetzt greifen wir ihn an. Ja, er versucht jetzt eine Kaserne zu bauen. Dass du ja nicht versuchst, irgendwas nachzubauen. Ja, und das war Level 2. Ja. Wir haben es geschafft. Gut. Und wie viele Punkte haben wir? Jetzt schon 42.000? Okay, dann will ich nicht wissen, wie viele Punkte ich am Ende von der von der Menschenkampagne dann haben. Oh mein Gott. Naja, okay. Nach der erfolgreichen Behauptung von Nethergard ist die Zeit nun reif für einen mächtigen Gegenschlag. Das Hohe Kommando stimmt überein, dass sich die Auseinandersetzung womöglich schon frühzeitig beenden lässt, indem die orkische Festung nahe des dunklen Portals zu Fall gebracht wird. Der große Zauberer Khadgar glaubt jedoch, dass es der orkischen Horde diesmal nicht vordergründig um einen Eroberungskrieg geht. Sollte das dunkle Portal eingenommen statt zerstört werden, hofft er, das Ziel der neuen orkischen Invasion herausfinden zu können. Hoffen wir es mal. Zerstören Sie alle Hochburgen und Festungen. Thoralion muss neben das dunkle Portal erreichen. Gut. Aber das sehen wir erst im nächsten Part wieder, mein Lieben. Also ich bedanke mich erstmal, dass ihr hier wieder reingeschnuppert habt und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Warcraft 2. Bis bald, meine Lieben. Ciao!